Hallo, liebe Freunde, wir sind wieder dabei. Anno ruft und ich habe beschlossen, heute mal wieder, Produktion kommt zum Erliegen. ja, ist ja gut, eine kleine Runde zu drehen. Wir erinnern uns, wir hatten letztens eine Eine Teppichproduktion Produktion aufgezogen, kommt zum ist Erliegen. jetzt gut hier aus und haben festgestellt, dass wir einen Haufen Gesandte bekommen haben, aber nicht viel Geld verdient Einer haben Ihrer damit. Betriebe stellt keine Waren mehr Du her. bist jetzt ruhig. Nun, wer genau hinguckt und aufpasst, sieht die Gesandten wechseln. Na, alle weg. Was ist passiert? Ich habe die Teppichproduktion nochmal für die Gesandte unterbunden. Daraufhin sind sie alle mürrisch geworden, ausgezogen und jetzt gibt es keine mehr. Und neue kommen nicht, weil ich hier auf der Insel kein Mosaik habe. Ich bin also noch mal einen Schritt zurückgegangen. Oh, ich habe sogar 3 Tonnen Dascher her. Warum habe ich das gemacht? Ganz einfach, weil hier die Situation noch nicht reif ist für Gesandte. Ich habe stattdessen beschlossen, hier erstmal in aller Ruhe alles mit, wie heißen die anderen Jungs, mit Nomaden voll zu klatschen. Mit bisschen Glück kriegt man auch den Erfolg, Hüter des Morgenlandes, und dann schauen wir Eine weiter. Produktion kommt zum Erliegen. Nichtsdestotrotz ist unsere Teppichproduktion natürlich immer noch am Limit. Das heißt, wir werden hier mal noch einen kleinen Teppichhändler herstellen. Vielleicht so. So sieht es schön aus. Gut. Ja. Bis jetzt hat man ja genügend. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Genügend Indigo. Aber ich denke mal, es schadet nicht, wenn wir hier oder hier mal noch ein Warenhaus hinsetzen. Guck mal, das Warenhaus, das machen wir hier hin und dann können wir nämlich hier mal die Quarzvorkommen anschließen. Und dann werden die Indigo-Sachen auch besser abgeräumt und dann kommt es hier nicht zu diesen roten Ausrufezeichen. Und ich denke mal, jetzt nachdem wir noch einen Teppichhändler platziert haben, werden wir auch ein wenig uns mal in die Richtung mit dem Wasser orientieren müssen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Jetzt gib Aru. Und dann bauen wir einfach hier drüben noch ein bisschen Indigo hin. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Tja, eine klare Ansage. Ja, schauen wir uns schnell mal an, wie hier die Wüste erblüht. Und dann, wenn die Teppichproduktion in Schwung ist, dann. Gut, stellen wir jetzt schon fest, dass ich nur noch plus 1 habe. Ja, wer genau hinguckt, sieht, dass ich unten überhaupt keinen Gewinn mehr mache und oben auch keine Kohle mehr habe. Da werden wir wohl erstmal warten müssen mit unserem Dämmig. Hat das so viel Verbrauch? 60, meine Fresse, 60. Irgendwo habe ich hier ein krasses Missverhältnis. Dann werden wir hier unten erstmal die Ecke noch ein bisschen weiter ausbauen. Boah, jetzt habe ich nicht mal mehr Geld im hier. Oder reicht das? Das reicht fast. Alter Schwede, alter Schwede. Jetzt, na, haben wir nur. Mei, 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 mei. Ich habe zwar in anderen Spielen auch schon immer mal Geldprobleme gehabt, aber so krass wie in diesem Ding, muss ich gestehen, war es bisher noch nicht. Ich glaube, das war keine gute Idee, hier jede Insel mit einem Lagerhaus zu versehen.
Uiuiui, das Geld geht ins Minus. Was habe ich denn jetzt hier unten? Ach, weil die Teppiche nicht reichen. Das ist das Scheiße hier. Wo ist denn mein Teppich mehr hin? War das der? Ja, das war der. Haben wir da wieder 7 Stück gebracht. Da müsste es ja jetzt eigentlich wieder vorangehen. In ihrer Siedlung fehlt es an Gemeinschaft. Ja. Wir hatten hier keinen Zugang, ne? Ach, der da. Tja, Porsche, ich würde dir ja gern Zugang versorgen, aber... ist nicht. Der auch nicht. Guck an. Niemals ging es uns schlechter als jetzt. Ha. Bis jetzt vielleicht. Och Mann. Da werden wir wohl oder übel erstmal ein bisschen was verkaufen müssen. Was haben wir denn? Seile haben wir wieder und Waffen haben wir auch. Wie ist denn das hier mit meinem Eisen? Na, machen wir lieber erstmal Seile, oder? Hanf haben wir genug. Ja. Ein paar Seilschaften loswerden hier. Mal gucken, dass wir die Teppichproduktion rund kriegen, sonst werden wir hier nicht mehr lange Spaß haben in dem Spiel. Ich weiß gar nicht, wie viel Minus man sich leisten kann. Ach, hier steht's ja. Minus 10.000, ach, da habe ich ja noch richtig Luft. Tja, es wird Zeit, dass die hier... Oh ja. Oh ja. Ich werde wohl zum allerletzten Mittel greifen müssen. Halt. Ja, Steuerschraube. Und den Ordentlichen ein wenig an die Kohle gehen müssen. Es hilft nicht, es hilft nicht. Wundert mich ein bisschen, dass ich hier so krass in den Miesen bin. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich das gespielt habe hier, aber dass das so brutal auseinanderläuft, das ist schon... Eine gewisse Überproduktion habe ich ja eigentlich immer. Hm. Mal hier noch ein bisschen Luft zum Anbauen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Naja, passt schon. Ja, Mensch, dass man so knapp hier am Limit baut. Hm. Kommt nur und seht euch in aller Ruhe um. Ich helfe euch gerne aus. Okay. Ist wieder ein bisschen Kohle im Haus. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. 134. Und hier sind wir wieder bei Minus. Meine Fresse. Meine Fresse. Naja, müssen wir erstmal... Es hilft nichts. Solange wir hier nicht mit den Jungs hier unten im Reinen sind. Müssen wir die Steuerschraube anziehen. Okay. Müssen wir was gucken, dass uns hier oben nicht das Indigo ausgeht, sonst geht das Ganze rückwärts in die Hose. Dann müssen wir zumindest mal
noch ein so ein Ding nachpflanzen. Wo setzt man den hin? So, vielleicht. Schön, ja, und das funktioniert hier eigentlich der Noria-Trick? Ne, der funktioniert jetzt so nicht. Können wir es auch ehrlich gesagt so hier machen? Der kriegt 100%, okay. Okay, hier geht jetzt das Ganze nach oben, weil die jetzt. Volle Kanne, ja, sehr schön ausgezeichnet. Dann gehen wir mal hier wieder eins zurück, weil irgendwie denke ich, das muss doch auch eine Herausforderung bleiben, oder? Was sagst du da dazu? So, dann können wir jetzt mal hier den Laden anschließen an den hier zu. Schauen wir mal so. Hier kriegen wir jetzt genau eine Riege dazwischen. Haben wir auch schon schöner gesehen, ehrlich gesagt. Fällt mir jetzt nicht unbedingt. Aber wir probieren es mal so. Und für diese Lücken hier, da lassen wir uns mal in Ruhe was einfallen. Es gibt kein Bauvorhaben, das ihr nicht verwirklichen könnt. Ja doch, hier gibt es schon noch welche. So, bis auf, so hier und so. Klick, die Klack. Ja. Naja, machen wir erstmal hier die Straße dicht, bis uns was Besseres einfällt. Dann können wir hier auch das hier wieder wegnehmen. Hier würde ich gerne ein paar Basarzelte hinbauen. Ich habe mir nämlich extra die Basarzelte freigeschalten. Jetzt brauche ich wieder doofe 1400 Gesandte. Bis wir hier die auch nutzen können. Die machen es uns nicht einfach, die Jungs. Aber wirklich nicht. Immerhin, so langsam steigt es wieder an. Müssen wir mal gucken, wie ist denn das hier? Die Datteln sollten eigentlich ein bisschen hinkommen. Hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass hier mein Glas, das habe ich glaube ich noch nicht erwähnt, ich habe zwischendurch mal eine Glasroute gebaut. Ach, jetzt kommt er mir mit seinem Speichern wieder. Spiel gesichert. Sehr gut, ausgezeichnet. Guck mal hier, ich habe hier Glas für alle. Ist das nicht eine schöne Rute? Ich habe 31 Inseln. Und hier ist so ein einsamer Pirat mit dem Namen Jolly Roger, der hier leer seine Route abfährt, weil ich fürchte, der wird irgendwie noch eine Woche brauchen, bis die hinteren Inseln mal langsam in Schwung sind. Ich habe ja nur eine Glasproduktion.
können ja mal gucken, wie weit der gekommen ist. Guck mal, hier haben wir Glas. Hier haben wir Glas. Hier haben wir keins. Meine Lagerinsel hat auch kein Glas. Die hat, hier hängt er gerade fest. Sehr schön. Immerhin. Und dann gucken wir mal schnell auf die Lagerinsel, weil ich nämlich hier auf der Lagerinsel zwischendurch Kaffee angepflanzt habe und eine Rösterei angepflanzt habe. Das heißt, so nach und nach füllen sich hier auch die beiden. Schau mal, Kaffeebohnen sind nämlich sowieso schon voll und Kaffee ist nämlich auch schon voll. Siehst du, dann können wir die eigentlich auch erstmal ausschalten. So, und die hier ausschalten. Schon haben wir wieder. Das ist nämlich auch Teil unseres Bilanzproblems. Aber schaut doch gut aus. Guck mal hier, das ist voll. Also mit 50, gell. Das haben wir auch schon ein bisschen was zusammengesammelt. Das Ziel ist ja, dass hier auf dieser Insel mit 999 Tonnen alle Waren da sind, weil es ja dafür auch einen Erfolg gibt, den ich bisher noch nicht geschafft habe. So. Also, Datteln, Teppiche. Sieht alles ganz gut aus. Dann können wir doch mal hier schauen. Der müsste doch, ja, der passt nämlich jetzt da ran. Zack. 4, 5. Ich mache jetzt hier unten immer so 5er Pakete, ne? 2x5. Ich hatte ja am Anfang gesagt, ich bin eigentlich eher der Fraktion der Schönbauer beheimatet und diese ganze Rechnerei mit dem Rekordbau geht mir sowieso auf den Geist, aber bei den Adligen, bei den Orientalen hier, da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, was ich da so schön bauen soll. Da hast du gar nicht so viele Zierelemente. Ich habe auch nicht alles freigeschalten. Wie gesagt, die Basarzelle könnten noch kommen. Und hier, naja, gut, diese komischen Palmen, das ist auch nicht so das Wahre. Deswegen hauen wir hier die Insel einfach voll. Außerdem gibt es einen Erfolg, meine ich hier. Wenn wir hier 15 oder ich glaube 20.000 haben, dann haben wir wieder einen Erfolg errungen. Und wer bitteschön sehnt sich denn nicht nach Erfolgen? Machen wir mal hier noch so ein 10er Paket hin. Schick. Jetzt können wir mal gucken, wie es ja mit meiner Indigo-Produktion ausschaut. Mein Indigo-Girl. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Das können wir natürlich so nicht dulden. Wer keine Waren mehr herstellt, der kann auch gleich wieder gehen. Gloriana, wisst ihr was? Ich hatte doch hier einen Schiffskocher. Und flupp. Ja. Haha. Sollen wir den auch gleich los? Dann kannst du mal wieder einen Schiffskoch bauen, Pursche. Ist der Schlüssel zur Weisheit. Geduld. Gib dir gleich eins. Mach hinne. Wie war denn das hier eigentlich mit dem Kumpel? Was braucht denn der? Wenn ich hier Grabungen durchführen soll, benötige ich auch die entsprechende Ausrüstung. Fässer und Seile. Hier habe ich gerade mal 3 Fässer. Diese Insel ist nämlich komplett im Gleichgewicht. Der heilige Hammer der Gerechtigkeit. Kommt und habt teil am neu gewonnenen Wissen. So. Was tut der hier, der? Ist nämlich alles im Gleichgewicht hier. Nee, hier wollte ich hin. Nee, hier wollte ich hin. Der bringt noch nicht so viel Wein. Da muss er erstmal seine eigenen Lager füllen auf dem Schiff und dann schlägt das erst auf die Insel zurück. Dann muss auf der Insel sich erst das Weinlager komplett befüllen.
65 und dann erst kommen die Fässer in Schwung. Uiuiui. Oder ich baue wieder eine Überproduktion, aber da habe ich eigentlich auch keinen Bock zu. Das ist alles so knapp gestrickt, aber jetzt wird es doch hier. Guck mal, 326. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Der hat ja auch genug, ja, das ist alles gut. Seide ist auch komplett. 138 Stück. Das sieht an und für sich ganz gut aus. Hier wächst so langsam der Teppichstapel ein. Die Produktion kommt zum Erliegen. Ja, genau. Jetzt schaut das auch ein bisschen freundlicher aus hier unten. Und die hier, die alte Welt, die ist ein und für sich auch vergleichsweise gut ausgependelt. Eine Rohstoffquelle ist bald versiegt. Jo. Out of Salz. Na schön. Boah, 7000 hat das jetzt eine gekostet. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Schon ist mein ganzes Geld wieder weg. Ei. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Okay, jetzt schalten wir jetzt mal eine ab. Und die ganzen Holzfäller hier, das ist doch auch alles. Na ja, gut, die kosten gerade mal 5. Aber diese Meldungen gehen mir auf den Geist. Das machen wir jetzt auch aus hier. Wir haben hier so viel Zeug. Holz. Ach nee, das ist Stein. Aus die Maus. Ja, wir werden wohl um eine Optimierungsphase nicht drum herum kommen, gell? In welche Richtung bauen wir denn hier noch weiter? Hier auf der Hauptinsel würde ich ja schon gerne etwas abwechslungsreicher bauen. Hier haben wir ja mal mit Vierer-Paketen gearbeitet. Machen wir doch mal ein paar Dreier-Pakete. Ja. Ich weiß, dass das Verschwendung ist, Platzverschwendung, aber wie gesagt, ich möchte einfach, dass das hier ein bisschen natürlicher ausschaut. Denn hier würde ich gerne in die Richtung hochbauen. Aber da fehlen uns noch ein weiterer Markt. Das darf ruhig ein bisschen versetzt sein alles. Guck mal hier. So. Ich würde ja auch gerne endlich mal die Speicherstadt anfangen, aber naja, bei meinen Einkommensverhältnissen hier. Fürchte ich, werden wir da noch ein wenig brauchen. Oh, der Milchmann. Oh, so viel ist das jetzt aber auch nicht. Da geht uns doch glatt die Milch jetzt mal langsam aus. Ich hab kaum Milch nicht mehr. Oh, ohne Milch geht gar nichts. So, wo hängen wir denn die hin? Ne? Fleisch. Was ist denn das hier für ein komisches Ding? Da vier oder hier so? So, hier, guck mal hier. Also, pass auf. Den da. Und den, damit wir einen Weg frei haben. Und hier so. Und hier so und da so. Der hat natürlich noch kein Glas, ne, können wir aber noch nicht aufrüsten. Short. So, da haben wir genau noch 4 Stück, aber. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob ich dann noch den Weg hinkriege.
krieg ich. Okay. Okay, dann können wir gleich mal noch im Warenhaus in die Ecke flatschen. So, machen wir das vielleicht so hier. Hier ist doch schön. Gleich mal ein bisschen aufrüsten. Wie viele Tonnen haben wir jetzt hier? 60. Ja, der hat natürlich jetzt... Das ist nicht so viel, Leute. Das ist nicht so viel. Jetzt habe ich hier so Dreierlücken. Dreierlücken sind scheiße. 4, 4, 4, 4. Vielleicht hier so in die Ecke rein. Ach, die Verschiebefunktion, die wäre schon... Sollst du was hier machen? Nein, das ist doch alles Käse. Also ich muss echt gestehen, mit diesen ungeraden... Mit den ungeraden Formen stehe ich ein bisschen auf Kriegsfuß. Das Schönste ist immer noch der Kräutermensch, ja, die Bergkräuter, also das, was man fürs Bier braucht. Das sind ja so kleine zweimal vier, gell? Und das ist schon extrem praktisch. Kriege ich hier noch einen Abstand rein? Nee, schade, dann machen wir das gleich so. Okay, kann man die Insel eigentlich jetzt fast schon gleich zubauen, oder? Was kostet so eine Milch eigentlich? 20 immerhin. So schnell ist man dann auch am Ende hier mit dem Platz. Das ist sehr, wie ich diesen ganzen Rekordbau auch verachte. So sehr habe ich natürlich auch irgendwo Respekt vor der Leistung, wenn da Leute monatelang und ewig dran sitzen und zirkeln und tüfteln. Das ist schon, ja, beeindruckend. Vor allem in der 2205-Version. Das ist ja, da haben sie ja den Rekordbau auf die Spitze getrieben. Das Ding ist auch praktisch für gar nichts anderes nütze. Aber dort kann sich ja jeder. Hosianna in der Höhe. Das ist das Abbild der Mutter Gottes. Schon. Da kann sich ja jeder Rekordbauer austoben in der Version. Das ist ja unglaublich. Na schön. Klatschen wir hier noch einen hin. Kriegen wir da noch 3x4 Dingserinis hin. Mal gucken. So. Haben wir noch Platz für den Stein- und Eisenmensch da? Naja. So schlecht sieht das jetzt auch nicht aus hier hinten. Passt ja keins mehr hin. Ne? Da ist irgendwie so ein Abhang. Also da hätte man vielleicht höchstens noch eine Hütte mehr drauf gekriegt und dann wäre es gut gewesen. Jetzt muss ich nur schauen. Wenn ich schon so ein Zeug mache und die Insel voll klatsche, dann werden wir. Ach, dann werden wir auch für Lager sorgen müssen. Seid ihr in alle Geheimnisse unserer Baukunst eingeweiht. Kleines Lagerhaus. Weil ich nämlich befürchte. Das ist ja wieder nicht schön, ja. Schon ist wieder die Kohle alle. Was würde ich sagen? Ja, ich befürchte nämlich, dass hier wir jetzt mehr anbauen, als das Schiff wegbringen. Na gut, warten wir mal einen Moment.
Dann gucken wir mal, was unser Indigo macht. Ah ja. Schaut doch gar nicht so schlecht aus hier unten. Ah ja, es geht nämlich die Milch dem Ende entgegen. Gerade so. Wo ist denn der Milchmann? Das ist noch ein bisschen arg weit weg hier. Ah ja, geht schon los. Da haben wir etwas zu lange gewartet, Freunde. Jetzt brechen wieder die... bricht das Einkommen wieder ein. Jetzt schauen wir mal. Ob wir wenigstens genug Milch herstellen. Wie viele Tonnen können wir hier lagern? 90. Was ist denn das für einer? Meine Handelsschiffe haben neue Waren aus dem Kaiserreich an Bord. So, so. Oh ja, die Einkünfte gehen zu Ende. Aber ich sehe gerade bei denen hier entwickelt sich ja was. Die Adligen haben wir noch ein paar mehr dazu bekommen. Das ist doch aber nett. Hoffentlich geht meine austarierte Produktion da nicht auch dem Ende entgegen. Oh oh, plus 97 nur noch. Die nehmen mir das Abo übel, dass es kaum Milch nicht mehr gibt. 35, na schön. Bleibst du hier? Da gehen wir doch gleich mal gucken. Das sieht gut aus. Der hat euer Besuch doch wärmt das Herz eines alten Mannes. Ha. Mein Hafen mag auf euch ungeschützt wirken, doch im Notfall steht mir die gesamte Flotte des Sultans zur Verfügung. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ich würde ja gerne hier... Was für Items waren das nochmal? Da gab es doch hier Ziegenmilch-Produktions-Items. Da könnten wir natürlich hier ein paar gebrauchen jetzt. Aber ich fürchte, da werden wir noch ein wenig warten müssen. Aber immerhin, wir stellen jetzt schon wieder ordentlich her. Da müssen wir eben notfalls noch eine Milchinsel bauen. Ist ja jetzt auch nicht das Thema. Naja, gut. Zieht von dannen, gute Menschen, und preiset die Wunder unseres Herrn. Jawohl, machen wir. Geht in Ordnung. Okay. Naja, immerhin 67, das wird ja erstmal reichen, oder? Wie ist denn das hier unten? 17. Die hier, wie schaut's da aus? Ist alles noch so im grünen Bereich? Ja. Die Weininsel. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ist tatsächlich so, dass es hier langsam anwächst. Aber nur ganz langsam. Okay, können wir uns das jetzt hier leisten, weiterzubauen oder nicht? Wie schaut's denn aus? In welche Richtung geht's denn da jetzt mal weiter? Dann würde ich sagen, machen wir da hier noch so ein Paket dran. So, machen wir das. Und dieses Ding machen wir zu.
Dann können wir, wenn wir das wollen, hier noch so ein 10er-Paket anheften. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Hast du das gehört? Das ist ja fast wie im richtigen Leben. Ah, die Milch, die Milch. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Das reicht ja gerade so. Ist jetzt gut hier. Produktion. Ist ja gut. So. Der hatte jetzt 67 Milch gebracht. Jetzt schauen wir mal, ob es jetzt beim nächsten bei der nächsten Runde mehr wird. Mal den Ziegen ein bisschen zugucken. Hm? Komm, wir gucken mal den Ziegen ein bisschen zu. Mäh. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Was für eine Massenhaltung hier. Hm? Guck dir das an. Ich mit dem hier nur zwei. Ne, der hat so. Achso, die gehen darum, alles klar. Einer ihrer Betriebe stellt keine Ware her. Lass es eben lassen. Oh, da kuscheln zwei hier. Genau in der Mitte. Ah, hier, guck, hier wird einer abgeführt. Wird jetzt gemolken. Mep, mep, mep. So, wie viel haben wir denn? 61, 62. 0. Novia verbraucht ihr letztes Wasser. Ah ja. So, haben wir das auch wieder aufgefüllt. Das ist die hier auf meiner Dattelinsel. Hm, 15 Datteln sind jetzt auch nicht so viel. Und hier 61. Ich fürchte, da haben wir hier gleich mal den nächsten Engpass. So weit wollen wir es doch jetzt ja nicht erst kommen lassen. Wie weit hat denn der Reichweite? Ah, da passt noch einer hin. Sehr gut. Okay, pass auf. Hier müssen wir eine Lücke lassen. Das reicht nicht, okay. Hm. Das wird jetzt aber eng hier. Scheiße. Dann müssen wir das alles noch mal wegreißen. So. Ach, da unten ist ja auch ein Warenhaus. Da brauche ich mich ja gar nicht so nass machen. Setzen wir den mal hier hin. Jetzt reicht das wieder nicht. Ja, leg mich doch an. Entschuldigung. Ich ist gerade dabei, ein Schimpfwort zu sagen. Aber es ist eh wurscht, hört sowieso keiner zu. Interessiert ja doch keinen. So, flipp. Der ist gar nicht angeschlossen, der schafft es. Dann müssen wir den mal noch hier an das Wegesystem anschließen. Ja, was ist eigentlich mit dem hier? Achso, ja genau. Naja, dann werden wir uns mal noch so ein Dattelini gönnen müssen hier drüben vielleicht. Hm? So in etwa. So könnte es werden. So meinte ich. So und so. Ja, komm. Und so.
Und so. Und so. Das wären jetzt 97%. Na gut, das soll mal reichen. Ja, wie es ein bisschen ordentlich aussieht. Genau, der holt jetzt die ab, die zwei. Okay. Oh ja, jetzt sieht es mit der Milch aber nicht schlecht aus. Was ist denn das hier für eine Karawane hier drüben? Jo, was ist denn da los? Hä? Die einfach übers Feld abgekürzt oder was? Oh ja, das war jetzt auch nicht zu spät, glaube ich, diese Dattelgeschichte. Und schon haben wir wieder welche. Was bringt denn der hier eigentlich? Also bringt das nochmal welche, ja, dann. Dann ist ja gut, nicht wahr? Vielleicht bauen wir noch so ein Ding hier hin. Oh, 2000 kosten die sauber. Aber ich nehme an, das ist eine gute Idee, weil da nimmt sogar welche mit zurück. Weil hier die Datteln nicht reichen vom Lager her, das ist natürlich blöd. Das ist eine ganz schön blöde Sache, ne? Wir werden jetzt nochmal wieder zum Äußersten greifen. So nicht. Und wir müssen mal hier ein bisschen Kohle einnehmen. Es hilft ja nichts. Wir krebsen hier so rum. Das passt alles soweit. Sonst wären wir hier des Lebens nicht froh. Mit den Teppichen ist auch wieder so eine knappe Geschichte. Wir werden wohl um einen weiteren Teppichladen nicht drum rumkommen. Noch schön. Ist da was? Das soll mal reichen. Wir haben immerhin hier unsere Insel wieder ein bisschen aufgebaut. Wir haben ein paar mehr Einwohner. Geld ist jetzt erstmal gut, aber auch nur, weil wir die Steuerschraube angezogen haben. Aber warum soll es den Jungs hier im Spiel besser gehen als uns im wahren Leben? Insofern würde ich sagen, ist das alles nur gerecht. Ich lasse es mal gut sein für heute. Und beim nächsten Mal werden wir mal schauen, wie weit wir hier mit der Insel kommen. Da werden wir unsere Teppichproduktion in Schwung bringen müssen. Und dann werden wir mal hier die Orientinsel aufmotzen. Also in dem Sinne, schönen Abend noch und hasta luego.